scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Ovidio Breton, nach über 4 Jahrzehnten Erfahrung als Vertriebspartner, Geschäftsführer und Inhaber in mehreren Unternehmen, ist er seit einigen Jahren Impulsgeber für Gesundheit, Geld und Glück und begleitet Menschen, die einen Fokus auf diese Elemente setzen. Immer wieder neue Wege finden, ausprobieren und langfristig umsetzen, haben sein Leben erfolgreich begleitet. 10% Erfolg zu haben ist wenig, wenn du nur 5 Versuche gestartet hast und sehr viel, wenn du 100 Versuche gemacht hast. Sein Lebensmotto: Wenn mein Warum stark genug ist, so kommt mein Wie von ganz allein. Vom Zufall zur Chance, lieber Ovi, das Mikrofon gehört dir. Ja, vielen Dank. Also wie man sieht, wie der Zufall es will, sind wir heute, also nicht so viele wie ich oder wie die Anmeldungen waren. Aber das ist, ich habe mir vorher überlegt, was hat das alles mit Zufall zu tun? Weil wir leben ja im Grunde in einem Zufall und irgendjemand hat das vorher versucht, das zu verdeutschen. Aber es ist so, wir können nichts dafür. Also Chance und Wechsel ist nicht weit voneinander entfernt, wie wir sehen. Und deswegen kam ich auf diese Idee, weil oft laufen wir auf irgendetwas vorbei und ja, wir merken es gar nicht, dass das möglicherweise unsere Chance ist. Also deswegen heißt es ja zum Beispiel, oder ich habe mal vor kurzem darüber gelesen, dass es ist besser, sich auf eine günstige Gelegenheit vorzubereiten, die vielleicht eintritt, oder als eine günstige Gelegenheit zu bekommen und dann unvorbereitet zu sein. Und ich glaube, das ist der Punkt, den viele machen. Sie sagen, oh, irgendwann wird irgendetwas auf mich zukommen und sehen gar nicht, dass es gerade vorbeigegangen ist. Wisst ihr, der menschliche Geist, also euer Geist, mein Geist, ist wie ein Fallschirm. Und dieser funktioniert am besten, wenn es offen ist. Das heißt, wenn wir rundherum alles sehen, was passiert. Und manchmal suchen wir auch nach was Besonderes. Also die meisten von uns, ich kenne einige, die hier im Raum nach Wahrheit suchen. Und genauso gibt es eine Geschichte von einem jungen Mann, der auch jahrelang mühsam nach Wahrheit gesucht hat. So, eines Tages war er irgendwo im Gebirge und unterwegs sah einen älteren Mann, der diesen Berg runterkam und hat den schweren Sack auf dem Rücken. Und er hat das gesehen, der alte Mann, der kommt ja vom Gipfel runter, es ist sehr schwer. Aber er hat sich gedacht, Mensch, endlich mal einen weisen Mann zu finden. Und möglicherweise kann dieser weise Mann, der mir so auf einmal entgegenkommt, mir eine Frage beantworten, die schon seit längerem ich auf meinem Herzen habe. Und sagte, bitte, o Herr, was bedeutet Erleuchtung? Der alte Mann, der wartete kurz, dann hat er seinen schweren Sack, den er auf dem Rücken hatte, auf den Boden getan, hat sich aufgerichtet, hat ihn angeguckt, hat den Sack wieder aufgenommen und dann sagt auf einmal der junge Mann, ja okay, aber das habe ich jetzt verstanden, aber was kommt nach der Erleuchtung? Ja, nach der Erleuchtung nehm ich meinen Sack und gehe weiter. Es ist ein bisschen schwierig. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Es sind kleine Elemente. Es sind Elemente, die wir nicht sehen im Leben, die wir achten, die wir, also das, was viele auch unter Aufmerksamkeit sehen, liegen hier rein. Und wir sind ja sehr oft vollkommen unaufmerksam durchs Leben. Deswegen fallen uns Zufälle, wenn es welche gibt, oft gar nicht auf, weil es fällt uns zu. Aber dass es uns zufällt, müssen wir sehen.
Und es ist das Wichtigste oder das Interessanteste dabei ist, dass es im Leben zum Beispiel gar nicht da kommt, also auf die Idee ist, dass wir immer gute Karten haben. Jetzt wollte ich hier was machen, aber anscheinend funktioniert nicht. Nee. Ich habe gehofft, dass ich schaffe. Ah, doch, doch. Also, es kommt im Leben nicht immer darauf an, gute Karten zu haben oder gute Würfel zu werfen. Also die 6-6 kommt gewissermaßen nicht so oft. Ich weiß nicht, wer von euch sich mit Zufall be beschäftigt. Ich bin ja früher mal in meinem ersten Leben Mathematiker gewesen. Also die Zahl, die ja meistens kommt bei Würfel, ist übrigens 7. Aber das ist unabhängig davon. Nur manchmal kommt eben auch die 7 nicht. Das heißt, es ist wichtig für uns im Leben, aus dem Blatt, was auf uns zukommt, auch was zu machen. Und das ist das, was wir oft verpassen. Das geht an uns vorbei. Weil es ist die Qualität dieses Augenblicks, in dem wir gerade leben. Den müssen wir nutzen. Den müssen wir umsetzen. Und nur wir können ja was dazu beitragen. Der Augenblick ist weg. Nach ein paar Sekunden habt ihr schon vergessen, dass es überhaupt diese Folie gab. Das heißt also, das Glück oder das, was wir sagen, so der Geist, der uns umgibt und alle unsere Zellen, also durchdringt und so und unser Seins, das hat alles mit so einer Inspiration zu tun. Nur, ich habe festgestellt, dass die meisten von uns diese Inspiration gar nicht erkennen. Wir leben so vor sich hin, und das ist leider heutzutage schade, weil dann sehen wir auch nicht, was uns zufällt. Und sicherlich, das ist wichtig. Wieso beschäftige ich mich zum Beispiel mit diesem Thema Gesundheit, Geld und Glück? Einfach, weil wir ihr alle, wie ihr da seid, wir haben ein natürliches Recht auf Gesundheit, auf Glück. Und wenn wir gesund und glücklich sind, dann kommt Glück von alleine. Also es ist überhaupt nicht schwer. Probiert es einfach aus. Okay, ich habe vergessen. Dafür braucht ihr ein bisschen Mut. Ja, also was ist Mut? Wisst ihr, Mut ist nichts anderes als Angst zu empfinden und trotzdem alles Notwendige zu tun. Oder wenn ihr nicht könnt, dann lasst es sein. Sonst ist man nicht mehr mutig. Ne? Also, das Zweite, was wichtig ist in unserem Leben, ist Liebe. Und Liebe bedeutet, Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, und dabei gleichzeitig sich auch um positive Veränderungen zu bemühen. Wisst ihr, oft müssen wir spontan was machen. Wir müssen auf jemanden zugehen. Wir müssen etwas uns trauen, wie wir vorher gesagt haben, Mut. Ne? Und deswegen muss das Handeln, dieses spontane Handeln, das muss aus unseren Herzen kommen. Weil das ist übrigens das Fundament unseres Erfolges. Wenn wir es nicht tun, dann passiert ja nichts. Jetzt ist er zu weit gegangen. Denn um größte Kämpfe, die wir haben, also zum Beispiel ein Kampf wäre hier herauszufinden, in welchen diesen Überraschungseier ist das richtige Spielzeug. Denn ich glaube, die Schokolade, die da ist, die wird ihr nicht essen. Also das ist, erstmal ist es Milchschokolade, zweitens Milch ist keine Milch. Und zweitens ist es ja auch nicht unbedingt gesund. Also, aber manchmal sind da ganz tolle Sachen drin. Dann sehe ich manchmal, dass die Menschen an der Kasse gehen und schütteln an dem Ohr, um zu hören, was da drin ist. Das ist nicht Zufall und egal wie du schüttelst, du wirst nie herausfinden, was da drin ist. Nimm deine Intuition, sag, ah, okay, genau dieses Ei beinhaltet genau das Ding, was ich mir immer schon gewünscht habe. Einfach mal. Aber das ist immer ein Kampf mit unserem Inneren. Machen wir das, wenn wir das nehmen, wenn wir das machen, was passiert denn da? Also das sind diese Ängste, die wir haben.
Überall Selbstzweifel. Oh, vielleicht, wenn ich jetzt zu stark drücke, dann mache ich noch dieses Ei kaputt und dann muss ich das auch noch zahlen, obwohl ich da gar nicht wollte, weil da was ganz anderes drin ist, als was ich wollte. Also es sind immer diese innere Feinde, mit denen wir uns stellen und die uns drohen und die uns, ja, das Leben schwieriger machen. Anstatt locker hinzugehen und zu sagen, okay, ich setze meine Intuition an und mache genau das, was richtig ist. Genau das nehme ich ja mal. Denn wir müssen uns bewusst sein, jeder Moment in unser Leben ist kostbar. Jede Sekunde zählt. Und deswegen dürfen Sie nicht vergeuden. Denn in jedem Augenblick, auch in diesem Augenblick, ist ein Moment der Wahrheit. Und die Suche und ist unnötig. Genauso das Streben zu jedem Tetwas führt nicht unbedingt zu das, was wir wollen. Wichtig ist, dass wir glücklich sind mit dem, was wir machen, mit dem, was wir tun. Deswegen kämpfen nutzt nichts. Wenn du kämpfst, wirst du auch nur Kampf erleben. Wenn du grübelst, werden die anderen um dich herum grübeln. Wenn du dich sorgst, werden alle anderen, die du triffst, auch nur voll Sorge durch die Welt laufen. Und wichtig ist, dass wir einfach die Augen aufmachen und erkennen, wer wir sind, was wir können. Ein bisschen mit Leichtigkeit, weil dann schon die Intuition kommt. Und manchmal treffen wir also auch verschiedene Dinge und dann wissen wir nicht, sind es das, was jetzt wir gesehen haben? Ich habe mir den Blick dieses Mannes angeguckt. Da habe ich gedacht, was sieht er denn da? Jeder von uns würde was anderes sehen. Oh, der hat sich erschrocken. Da ist auf irgendein Problem dabei. Es kann ein negatives Problem sein, es kann auch ein positives Problem sein. Was ist, wenn er nur überrascht ist, irgendwas zu sehen, was er noch nie in seinem Leben gesehen hat? Also, und das kann in allen Bereichen sein seines Lebens. Das betrifft den Bereich Beruf, Finanzen, Familie, Ausbildung, Wohnung. Ah, vielleicht hat er eine Wohnung gefunden, die günstig ist, und das in München. Also, das ist schon was ganz Tolles. Aber was ist mit seiner Gesundheit, mit seiner Ernährung? Vielleicht hat er Probleme mit seiner Gesundheit, das ist ja mein Schwerpunkt. Und auf einmal stellt er fest, boah, das habe ich ja gar nicht erkannt. Wenn ich das tue, dann werde ich gesund. Vielleicht sollte er sich bewegen und nicht Zeitung lesen. Aber das ist was anderes. Also wir sind immer auf der Suche nach irgendetwas. Wisst ihr, wonach wir suchen? Und er liest deswegen die Zeitung. Wir suchen nach dem Sinn unseres Lebens. Und auch dieser könnte zufällig auf uns zukommen, wenn wir das ausleben. Denn wir müssen uns, also müssen nichts, wir müssen gar nichts. Das Einzige, was wir müssen, sage ich mal, ist sehr wahrscheinlich nur, nicht wahrscheinlich, sondern 100% sterben. Aber das, was wir sollten, ist, sich Gedanken zu machen, wofür lebe ich? Wer bin ich? Woher komme ich? Und wo gehe ich hin? Tja, irgendjemand, oh ja, Albert Camus hat gesagt, mitten im Winter entdeckte ich in mir einen unbesiegbaren Sommer. Ich finde das, diesen Satz toll, weil das zeigt, wenn ich in meine Tiefe gehe, sehe ich auf einmal viel mehr als das, was ich sonst erkenne an mich. Denn nochmal, wir müssen die Angst von diesen Veränderungen müssen wir ablegen. Das ist, wir leiden nur darunter, indem wir immer sagen, oh, jetzt muss ich meine gewohnten Terrain, muss ich verlassen. Das tut schon weh einmal, ich verlasse, ich tue was Negatives. Verlassen ist schlecht immer. Also wir müssen uns auf unseren Versteck, müssen wir uns trauen, rauszukommen und dann die Willenskraft herauszubringen, mal alles in Ordnung zu bringen. Weil nur dann
haben sie eben geschafft, sich zu ändern. Das Change. Und wir haben ja gesehen, der alte Mann, er musste seine Last ablegen. Aber die Idee dabei ist folgende. Und das hat Augustinus gesagt. Man sollte nicht um eine leichtere Last beten, sondern um stärkere Schultern. Wir werden immer mit Problemen konfrontiert, aber wenn wir daran denken, und das ist ein kleiner Prozess, aber das kann jeder von euch machen, sofort an eine Lösung zu denken dabei, wird er keine Probleme mehr haben, sondern er ist nur auf der Suche nach Lösungen. Deswegen empfiehlt sich mal auf seine Intuition, auf sein Gefühl sich zu verlassen. Mal einfach mal, so wie wir sagen, aus dem Bauch heraus was zu tun. Weil nur dann kommen wir schnell auf eine Entscheidung und je mehr Entscheidungen wir treffen, desto mehr Entscheidungen werden dabei auch richtig sein. Also wir haben immer die Möglichkeit, auf unsere Einstellungen, auf unsere Reaktionen und Umstände, so schlimm sie auch noch sein können oder so gut wie sein mögen, wir können bestimmen, wo wir hingehen, wenn wir auch hinschauen. Wenn wir an einer Kreuzung sind. Wir müssen nicht abwarten, dass uns jemand da was sagt. Also manchmal sind wir nicht mal bereit, unsere Kleidung zu wechseln. Frisur, Partnerin, Wohnung. Das schafft ihr manchmal. Aber schafft ihr auch, euch selbst zu wechseln? Und zu sagen, ab heute ticke ich mal anderes. Ab heute führe ich mal eine andere Lebensweise. Ab heute führe ich auch mal eine andere Essgewohnheit ein. Das ist alles möglich. Denn nur wenn wir Ziele finden, die uns also auch einen Weg und die Vision geben. Nur dann können wir auch den Willen aufbringen, uns zu verändern. Die Menschen um uns helfen uns. Und wenn wir eine Willenskraft haben, werden die anderen das merken und die werden uns also mit nach oben tragen, um dahin zu kommen. Das ist also, wo ein Wille ist, ist allerdings üblicherweise auch ein Gegenwille. Nur da braucht ihr keine Angst zu haben, denn euer Unterbewusstsein wird euch helfen, diesen Kampf also auch zu gewinnen. Die nötige Energie zum Handeln kommt aus Begeisterung. Und das ist das Interessante dabei. Also, und das ist das Schöne dabei, weil ehe wir den Willen aufbringen können, uns zu verändern, müssen wir erstmal die Bereitschaft auch dazu entwickeln, uns zu verändern. Und deswegen heißt es ja oft, ehe wir aufwachen können, muss uns klar werden, dass wir geschlafen haben. Wisst ihr, das Unterbewusstsein schenkt uns die Energie, die wir zum Leben brauchen. Das ist eine Energie, die selbst in schwierigen Situationen uns nicht aufgibt. Und das ist der Schlüssel auch zur Motivation. Wartet bitte nicht ab, bis euch jemand motiviert. Die einzigen, die euch motivieren kann, oder der einzige, der euch motivieren kann, seid ihr selbst. Motivation kommt vom Motiv, also vom Grund. Wenn ich einen Grund habe und dieser Grund stark genug mich beschäftigt und sage, ich möchte das tun, dann ist es meine Motivation, es zu tun. Und dafür muss ich auch begeistert sein, es auch umzusetzen. Und das trifft auch sehr stark, ob das Gesundheit ist, Familie oder was auch immer, in allen diesen Bereichen, finanziellen Part. Wir müssen wir sollten die Hindernisse überwinden und es auch hinbringen. Denn wenn wir uns aufmalen, wie unsere Ziele aussehen können, dann haben wir auf einmal auch die Gründe, wieso wir es tun. Und das ist ja alter Weg dahin, um Zufälle zu einer Chance zu machen. Weil auf einmal das, was wir gemalt haben, läuft uns auf den Weg und sehen wir das. Und dann sagen wir,
Genau danach habe ich gesucht. Und genau das ist der Punkt, der mich bringt auf mein Ziel. Denn was suchen wir? Wir suchen Sicherheit, Geborgenheit. Wir suchen Anerkennung. Und das brauchen wir. Wir sollten also auch immer darauf achten, welche Motive, also uns begeistern und uns in Erregung versetzen, weil nur diese Motive, die können dich oft motivieren. Wir kommen mal wieder zum Mut. Wisst ihr, zum Mut habe ich ja mal was gefunden. Und zwar, Mut ist wie ein Muskel. Wenn wir es immer trainieren, wird er immer stärker. Und in letzter Zeit haben wir es, glaube ich, verlernt, unseren Mut zu motivieren. Ja, zum Mut gehört aber auch genau dieser Wille. Und die meisten von euch, die mal dabei waren bei Impulse Tag X, kennen ja auch meinen Lieblingssatz am Ende, den ich euch mitgebe. Und ich möchte euch bitten, diesen Satz genauso, wie ich es in euch sage jetzt, auch genauso hinzuschreiben. Wenn mein Warum stark genug ist, dann kommt mein Wie von alleine. Vielen Dank. Put down that magazine. You read it so obsessively, you can't see clear anymore.